Die restlichen Produkte habe ich jetzt keiner bestimmten Kategorie zugeordnet, weil viele dieser Produkte benutze ich für mehrere Bereiche, deswegen wäre es ein bisschen schwierig. Aber ich werde euch die jetzt einfach so zeigen und immer wieder sagen, wofür ich das benutze und warum gerade dieses Produkt mein Favorit ist. Und als erstes möchte ich euch ein Küchenprodukt zeigen, mit welchem ich sehr zufrieden bin. Und zwar ist das dieser Küchenhygienereiniger von Frosch. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Den habe ich jetzt vor kurzem für mich entdeckt, weil ich bin jemand, der wirklich jede Woche den Kühlschrank auswäscht. Und zwar immer dann, bevor die neuen Lebensmittel vom Wocheneinkauf eingeräumt werden. Einmal im Monat mache ich das natürlich auch in einem sehr großen Umfang. Und zwar nehme ich dann immer Essigwasser für den Kühlschrank auszuwaschen. Aber für die wöchentliche Reinigung reicht dieser Hygienereiniger, weil der nämlich wirklich dafür auch gemacht wurde. Der ist lebensmittelsicher und wirklich sehr, sehr praktisch. Also wenn man jetzt, wie ich, jede Woche den Kühlschrank auswäscht, hat man natürlich auch nicht immer eine riesen Verschmutzung im Kühlschrank. Da tut es dieser Reiniger. Und wie gesagt, einmal im Monat wird er dann auch mit Essigwasser gereinigt, der Kühlschrank. Der eignet sich aber auch für zum Beispiel Schneidebrettchen sauber zu machen oder Arbeitsflächen, auf denen man Lebensmittel verarbeitet, weil der einfach lebensmittelsicher ist. Und deswegen ist das für mich erstens mal ein sehr praktischer Helfer und auch ein sehr guter Helfer, weil er mir eben den Haushalt so ein bisschen erleichtert. Als nächstes habe ich wieder ein Froschprodukt und zwar den Grapefruit Fettentferner. Da ist nicht mehr allzu viel drin, der landet demnächst in meinen Aufgebrauchtbeutel. Ja, der ist fettlösend mit Grapefruitfrische und der ist wirklich super gut. Also, wenn es ein Produkt gibt, welches ich euch wie meine Ariel Pots so empfehlen kann, dann ist das dieser hier. Ich mache damit mein Ceran-Kochfeld sauber, weil manchmal ist es ja so, dass auch schon mal was überkocht. Und dann bilden sich so bestimmte Fettränder auch auf dem Ceranfeld. Und ich mache ja jeden Tag mein Ceranfeld sauber, aber es lässt sich manchmal einfach nicht verhindern. Und dann sprühe ich das einfach auf mein Ceranfeld und lasse das so ein bisschen einwirken. Und dann brauche ich ohne mit einem Schwamm oder mit irgendwelchen anderen harten Dingern darüber zu kratzen und zu schrubben, weil das ist dann wirklich ganz einfach mit einem Mikrofasertuch, das man sich nass macht, geht man einfach und wäscht diesen Fettentferner ab und dabei geht dann auch der ganze Schmutz ab. Also ich kann es euch nur empfehlen, diesen mal auszuprobieren. Der eignet sich nämlich auch super für den Backofen oder für den Grill. Ich habe damit auch schon unser Grillrost sauber gemacht im Sommer von unserer Grillparty und eben auch den Backofen. Und ich finde, dieses Produkt, es riecht auch noch super gut und es ist wirklich gut. Also es entfernt wirklich Fett, ohne Probleme, ohne großen Aufwand. Man muss nicht mehr feste Schrubben. Also das ist wirklich eines meiner Favoriten, was noch ganz oben auf meiner Favoritenliste steht. Als nächstes möchte ich euch ein Produkt zeigen, welches ich benutze, für den Boden sauber zu machen. Zumindest wenn ich nicht mit meinem Dampfreiniger sauber mache, sondern mit einem ganz normalen Putzeimer und einem Mop. Dann benutze ich nämlich diesen General hier mit dem Duft Bergfrühling. Der ist wirklich super gut, der riecht gut. Und wenn man damit hier den Boden geputzt hat, boah, da riecht man richtig, wie frisch es hier ist und wie sauber es ist. Auf Fliesen und Laminat kann ich sagen, macht es wirklich keine Streifen und es macht super sauber und auch kein Geschmier oder so. Also eines meiner Favoriten. Das nächste Produkt ist natürlich auch ein Produkt, was ihr schon lange kennt von mir. Und zwar die feuchten Allzwecktücher vom DM-Markt, die Denk-Mit-Tücher. Hier in der Duftrichtung Granatapfel, aber das ist ja eigentlich egal welches. Die sind super praktisch, wirklich. Einfach für so zwischendurch, mal wenn man mal eben schnell den Tisch abwaschen will. Oder die Kinder benutzen diese Tücher auch für Staub zu wischen. Und auch ich nehme die schon mal für Staub zu wischen. Also ich finde die wirklich super praktisch. Ratzfatz ist das Ding sauber und fertig. Deswegen, ja. Favorit von mir, weil sie halt super praktisch sind. Dann habe ich ein Produkt, welches ich benutze, zum Beispiel für die Abzugshaube sauber zu machen oder halt für die Spüle sauber zu machen, und zwar diesen Soda-Allzweckreiniger von Frosch. Gekauft habe ich mir den, wenn ich ehrlich bin, eigentlich wegen der Farbe. Ich fand die Farbe einfach so toll und habe dann damit einfach mal angefangen, so die Spüle und die Abzugshaube sauber zu machen, weil auch der kraftvoll gegen Fett und Schmutz sein soll. Ist er auch, deswegen ist es ein Favorit von mir. Und ja, riecht auch sehr, sehr gut. Als nächstes zeige ich euch noch meine absoluten Spülmaschinen-Tabs, die ich sehr, sehr gerne benutze. Und zwar sind das diese hier, die Finish Quantum. Ich finde die einfach klasse. Die machen wirklich super sauber. Das Geschirr ist sauber, die Gläser sind sauber, die Gläser glänzen auch. Man muss da nicht nochmal nachpolieren. Ja, meine favorisierten Spülmaschinen-Tabs. Dann habe ich noch einen Hygienereiniger für die Spülmaschine und zwar auch von Finish. Habe ich diesen hier. Das ist jetzt der mit Zitronenduft. Den mag ich eigentlich nicht so gerne. Am liebsten habe ich den blauen.
Aber gut, jetzt habe ich den gelben hier. Ja, einfach um die Maschine mal zu entkalken, zu reinigen. Wie bei der Waschmaschine hat auch die Spülmaschine das zwischendurch mal nötig. Und dies eben auch, dieser Reiniger hilft gegen Kalk und Fett und ist ja mein Favorit Hygienereiniger für die Spülmaschine. Dann habe ich noch ein Produkt für die Wände quasi, weil wenn man schon mal irgendwie Schmutz an den Wänden hat, man fängt ja nicht an, das komplette Zimmer neu zu streichen. Da kann ich euch hier diese Schmutzradierer empfehlen. Die sind wirklich sehr, sehr praktisch. Die macht man so ein bisschen nass und dann werden die wie so ein Radiergummi, kann man damit dann ja die Flecken von den Wänden entfernen. Nicht alle, aber zum größten Teil funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und weil wir hier zum Beispiel im Flur haben wir weiße Wände und die Kinder, wenn die die Treppe hochlaufen, dann gehen die mal schön mit der Hand so vorbei oder man stößt dann irgendwie mal mit dem Wäschekorb oder sonst irgendwas, dann hat man so kleine Schmutzränder oder ja, Flecken an der Wand und dann mache ich die immer schön mit diesen Schmutzradierern sauber und deswegen ist das etwas, was ich halt auch immer brauche und mein Favorit ist. Als nächstes habe ich einen Desinfektionsreiniger für euch von Sakrotan. Diesen hier, den finde ich sehr, sehr praktisch, gerade wenn jemand krank ist, um Bakterien und Viren loszuwerden. Klar, dafür ist er ja auch gemacht worden. Allerdings benutze ich den auch regelmäßig, um zum Beispiel Fernbedienung sauber zu machen, Tablets, Tastaturen von PC und Laptop, Treppenläufe abzuwaschen, also Handläufe an den Treppen, Türklinken abzuwaschen. Also ich benutze den wirklich regelmäßig, nicht nur, wenn jemand krank ist, weil der wirklich sehr, sehr praktisch ist. Der ist nicht so scharf, deswegen geht auch nichts kaputt an Tablet, Tastaturen oder Fernbedienungen. Der riecht angenehm, also auch nicht zu stark. Deswegen ist das ein Favorit von mir, weil ich damit eben auch vorbeugend Bakterien und Viren loswerden kann. Nee. Weil ich eben auch vorbeugend dafür sorgen kann, dass eben keine Bakterien und Viren entstehen, an denen wir uns anstecken. So, zum Schluss habe ich noch zwei Produkte, die ich im Action gekauft habe und die ich euch wirklich auch sehr empfehlen kann, weil das wirklich super tolle Produkte sind. Günstige Produkte, und zwar einmal hier dieser Allzweckreiniger in Rosa. Der riecht super gut und damit kann man wirklich alles abwaschen. Alle Oberflächen, man kann damit die Hochglanzfronten abwaschen. Wir haben ja viele Hochglanzfronten. Man kann den Tisch damit abwaschen, man kann Staub wischen, man kann alles damit sauber machen. Das ist wirklich mein Favorit. Ich kaufe mir den immer wieder im Actionmarkt nach. Der ist sehr günstig. Ich glaube, es kostet keine 2 Euro und der ist wirklich sehr ergiebig. Und wie gesagt, er riecht gut. Und wenn ich damit sauber gemacht habe, riecht das ganze Haus sauber. Also man riecht wirklich, dass sauber gemacht wurde. Und den habe ich auch auf Vorrat. Ich glaube, ich habe 4 Flaschen auf Vorrat und den gehe ich mir immer wieder nachkaufen. Mein letztes favorisierte Produkt, welches ich euch gerne zeigen möchte, und zwar auch aus dem Actionmarkt, dieser Blue Wonder. Das ist wirklich ein Reiniger, den solltet ihr auf jeden Fall mal kaufen, weil das ist ein Alleskönner, der angenehm riecht. Der riecht nicht so scharf, aber der bekommt alles weg. Wirklich. Ich habe den damals gekauft, um ihn an meine Heizkörper auszuprobieren. Denn wir haben ja nicht selbst gebaut, wir haben das Haus gekauft. Und bevor wir das gekauft haben, stand das jahrelang leer. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Heizkörper und die Türrahmen und die Fensterrahmen ausgesehen haben. Ich habe hier Stunden damit verbracht, diese Dinge sauber zu schrubben. Und ich habe so viele Produkte ausprobiert und kein Produkt hat es geschafft, meine Heizkörper, Türrahmen und Fensterrahmen so sauber zu bekommen, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Und dann habe ich mir diesen Blue Wonder gekauft und ich kann euch sagen, das ist ein Produkt, geht's euch kaufen, günstig, riecht gut und entfernt wirklich alles. Also die Heizkörper strahlend weiß, ich habe das draufgesprüht und dann lief diese Suppe darunter. Also schon ekelhaft, aber da lief halt diese Suppe mit diesem Schaum runter, dreckig. Und darunter strahlend weiß, wirklich strahlend weiß. Man muss da überhaupt gar nicht lange schrubben, man sprüht das einfach drauf. Man kann das einstellen, dass das so richtig schöner, fester Schaum wird. Sprüht man alles mit ein, das haftet dann so ein bisschen und fängt dann langsam an so runter zu rutschen. Und löst aber wirklich alles. Und dann geht man einfach mit einem Mikrofasertuch Wasser her und wischt das komplett ab. Sauber. Wirklich. Türrahmen, Fensterrahmen, Heizkörper, alles. Probiert es wirklich mal aus. Wenn ihr einen Actionmarkt in der Nähe habt, geht da mal gucken. Das ist wirklich ein super Produkt. Das gibt es auch zum Kalk entfernen, zum Beispiel für die Dusche. Allerdings finde ich das nicht so gut, weil es sehr, sehr stinkt. Und wenn man dann in der Dusche ist, ja, muss nicht unbedingt sein. Dann kriegt man keine Luft mehr. Genau. So ihr Lieben, das war mein Haushaltsfavoritenvideo. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn der ein oder andere von euch dieselben Produkte benutzt wie ich, weil ihr auch so zufrieden seid, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst, ich höre und lese sowas immer sehr, sehr gerne. Und
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freue, wenn wir uns in meinem nächsten Video sehen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.